Hi, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Lilly Schote. Menschennamen hat die sich wirklich selbst ausgesucht. Und genau dabei, nämlich der Namensfindung für trans- oder nicht-binäre Personen, möchte ich euch heute eine Hilfe sein. Denn für die meisten von uns kommt bei ihrem Coming-out, während ihrer Transition oder schon weit davor verständlicherweise der Wunsch auf, unseren Namen zu ändern. Vielleicht wegen Dysphorie, vielleicht aber auch, weil euer Name besonders stark gesellschaftlich mit einem Geschlecht verbunden ist. Vielleicht aber auch einfach, um einen neuen Abschnitt zu signalisieren. Vielleicht, weil wir nicht mehr mit unserem Namen viben, aber vor allem, weil wir einfach gerne alle einen Namen hätten, der zu uns passt und der uns ein gutes Gefühl gibt. Also, let's go. Wie findet ihr einen Namen für euch und welche Fragen solltet ihr euch auf dem Weg dahin vielleicht einfach mal stellen? Zum Beispiel, welche Namen gibt es überhaupt? Was solltet ihr bei der Wahl des Namens noch bedenken? Wie findet man heraus, welcher Name dann doch am besten zu einem selbst passt? Bevor ihr nach diesem Video aber direkt lossucht, ein kleiner Tipp vorab, legt eine Tabelle oder eine Liste an. Denn in so einer Liste könnt ihr erst einmal sammeln und Stück für Stück dann reduzieren, bis ihr bereit seid, eine Wahl zu treffen. Frage 1 war ja, wo kommen die ganzen Namen zur Auswahl denn jetzt überhaupt her? Und da gibt es ganz, ganz viele Quellen, die wir jetzt einfach mal der Reihe nach gemeinsam durchgehen. Die erste simple Anlaufstelle ist tatsächlich das Internet und zwar dort einfach auch Namenslisten. Es gibt dutzende Seiten mit Namensvorschlägen für Babys. Und die haben tatsächlich mittlerweile auch eine ganz okaye Auswahl, was geschlechtsoffene Namen angeht. Dann könnt ihr aber auch auf Wikipedia gehen und dort nach Namen suchen, die dann sogar spezifisch nach bestimmten Sprachen und Sprachräumen sortiert sind. Scrollt euch da einfach mal von A bis Z durch und ich bin mir sicher, da werdet ihr viel, viel Inspiration für eure eigene Liste finden. Wenn ihr keine Lust habt, durch Listen zu wühlen, könnt ihr ja auch mal versuchen, euren Vornamen, der auf der Geburtsurkunde steht oder stand, einfach nur etwas abzuändern. Zum Beispiel aus Alexander Alexandra zu machen. Ich persönlich muss sagen, ich habe damit gar nicht geweibt. Ich habe das direkt wieder sein gelassen. Aber ich weiß von anderen, das hat für die wunderbar funktioniert. Was ihr auch noch tun könnt, ist einfach mal mit Familie und Freundinnen sprechen. Eure Eltern könnt ihr zum Beispiel einfach mal fragen, wie sie euch genannt hätten, wenn euer Geschlecht auf der Geburtsurkunde direkt korrekt erfasst worden wäre. Oder ihr führt zum Beispiel ganz charmant den Namen einer geliebten Person aus eurer Familiengeschichte fort. FreundInnen kennen uns oft wiederum besonders gut, manchmal besser als wir selbst, und vielleicht fällt denen auch ein passender Name für euch ein. Ich meine, ich kenne da eine deutsche Influencerin, die auch zufälligerweise trans ist und die ihren Namen auch über einen Freund erhalten hat, beziehungsweise der ihr die Entscheidung hinterher abgenommen hat. Aber seien wir ehrlich, bei all den Listen, viele Namen sind dann doch etwas generisch, ein bisschen langweilig, bereits oft vertreten und manchmal möchte man vielleicht auch einfach etwas extra sein. Das kann ich besonders gut verstehen. Daher auch mein letzter Tipp zur Suche für Namen. Überlegt, welche Namen für euch eine besondere Bedeutung haben könnten und lasst da auch einfach keine Restriktionen zu. Überlegt, gibt es etwas, das euch besonders inspiriert hat? Gibt es Personen oder Geschichten, die euch viel bedeuten oder euch begleitet haben? Gibt es Geschichten, Universen, denen ihr Kraft, Hoffnung oder auch einfach Freude gezogen habt? Gibt es etwas, das euch durch besonders schwere Zeiten gebracht hat? Es kann von realen Personen wie Aktivistinnen, Stars bis hin zu fiktiven Charakteren aus Cartoons, Animes, Filmen, Büchern, Videospielen, Mythologie und so viel mehr kommen. Es gibt da wirklich keine Grenze. Mein Name zum Beispiel stammt von einem fiktiven Charakter. Aber die Geschichte dahinter, die erfahrt ihr in einem Video, ist hier oben links oder oben rechts. Irgendwann mal verlinkt es denn hier. Hier geht's um euch und euren Namen. Und wenn ihr jetzt bei all diesen Quellen immer noch nichts findet oder ihr wirklich besonders extra sein wollt, was komplett valide ist, dann kann euer Name auch einfach komplett neu und ausgedacht sein. Er muss nicht von einer Liste kommen oder schon mal irgendeiner Person gehört haben. Alle Wörter und Namen sind am Ende des Tages ausgedacht. Also feel free. Selbstbestimmung ist schon was ganz Nices. Und wenn ihr all diese Quellen ausgeschöpft habt, dann wird eure Liste wahrscheinlich relativ voll sein, wenn ihr so seid wie ich. Meine hatte über 80 Namen drauf. Und dann macht es durchaus nochmal Sinn, zu checken, zu kürzen und sich vor allem auch über ein paar Dinge zum Namen Gedanken zu machen. Dinge wie zum Beispiel die Fremdwahrnehmung.
Denn wir leben nun mal in einer Gesellschaft und finden auch in dieser Stadt. Auch wenn ich da manchmal gar keinen Bock drauf habe. Und genau deswegen ergibt es vielleicht Sinn für euch, darüber nachzudenken, wie andere Menschen auf euren Namen reagieren werden. Es gibt ja durchaus Namen, die häufiger sind, die etablierter sind und solche, die die Gesellschaft als fremd und auch merkwürdig wahrnimmt. Namen können Konsequenzen haben und das kann euch halt entweder helfen, je nach Geschlecht und Verbindung eures Namens, oder kann auch zu Problemen führen bei Ansprache, Bürokratie und mehr. Manche Namen sorgen auch einfach für Anfeindungen, weil sie rassifiziert sind. Das ist eine traurige Wahrheit. Darüber hinaus finde ich persönlich es auch mega wichtig, sich zu fragen, ob der Name angemessen ist. Und damit meine ich nicht, ob er ein Slur ist, sondern ich meine, vielleicht habt ihr Namen aus anderen kulturellen Räumen auf der Liste und es ist durchaus eine valide Überlegung, sich das vielleicht nicht anzueignen. Darüber hinaus kann man auch nochmal darüber nachdenken, was für Spitznamen ermöglicht mein Name eigentlich. Denn euer Name kann noch so schön sein, es wird Menschen geben, die Spitznamen für euch nutzen. Und wenn ihr dann euer Leben lang mit Spitznamen konfrontiert werdet, die euch nicht gefallen, dann wird das wahrscheinlich auch die Euphorie an eurem Namen ein bisschen dämpfen. Aber bevor ich euch das Ohr noch weiter abknabber, das Allerwichtigste bei der Namenwahl und der Hauptgedanke, den ihr euch machen müsst, ist folgender. Fühle ich mich mit diesem Namen wirklich wohl? Fühlt sich das gut an? Klingt das nach mir? Manche wissen bereits beim ersten Hören und Aussprechen eines Namens, das ist es, das passt für mich. Andere wiederum halt nicht, wie ich zum Beispiel. Ich habe 3 Anläufe gebraucht. Und deswegen auch die letzte Empfehlung und auch die letzte Beantwortung einer Frage, nämlich wie ihr herausfinden könnt, ob ein Name zu euch passt. Probiert es aus. Probiert Namen, genau wie ihr es mit Pronomen vielleicht schon gemacht habt, einfach mal aus. Alleine vor dem Spiegel, ohne Spiegel, laut, leise, in Sätzen und bezieht dann vor allem auch FreundInnen und Familie ein. Bittet sie, diese Namen für euch zu verwenden, damit ihr einfach wisst, wie es sich anfühlt, wenn ihr mit diesem Namen gerufen werdet. Damit ihr wisst, wie es sich anfühlt, wenn der richtige Name genutzt wird. Und dann irgendwann, vor allem wenn ihr eine lange Liste hattet, manchmal schneller, manchmal langsamer, steht auf dieser Liste nur noch ein Name. Euer Name. Schön, euch kennenzulernen. So, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Namenssuche und ich hoffe, ich konnte euch dabei ein bisschen helfen. Mich würde es noch freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr euren Namen gefunden habt, ob ihr auch noch Tipps für die Menschen da draußen habt. Oder wenn ihr einfach nur meine Videos pushen wollt, damit mich mehr Leute finden, damit ich mehr Leute erreiche, damit ich mehr Leuten helfen kann, schreibt mir doch einfach einen in die Kommentare. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal, eure Lilly Schote.